Zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal liegt die Breitachklamm, die zu den bedeutendsten Naturschauspielen des Allgäus gehört. Früher hieß die Breitachklamm der Große Zwing. Unweit von Tiefenbach liegt der untere Eingang, welcher auch einen sehr guten Parkplatz aufweist. Ein Naturwunder ohnegleichen, da wallet und siedet und brausen und zischt das Wasser der Breitbach durch die enge Schlucht mit fast 100 Meter hohen, senkrechten und überhängenden Wänden, stürzt donnernd über hohe Felsbänke, strudelt durch tiefe Gumpen und versprüht sich in feinste Tröpfchen, in denen das Licht spielt. Eine Geschichte beschreibt die Erschließung der Schlamm folgendermaßen. Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest 1857 schoss der frühere Oberstdorfer Förster Schwarzkopf in der Nähe der Klamm einen Hirsch, der dort, wo die Schlucht am unbegehbarsten war, in die Tiefe stürzte. Es war fast unmöglich, das tote Tier aus dieser Lage bergen zu können. Dies reizte den unerschrockenen Tiefenbacher Serafin Schöll dazu, diesen ziemlich schweren Bergungsversuch unter allen Umständen zu unternehmen. Er bekam eine Entschädigung von 25 Gulden, dass er eine Expedition von 9 zuverlässigen Helfern starten konnte. Durch die Eiszapfen, den Schnee und die Kälte musste die Fahrt des Helfers Speiser gehen, der es wagte, sich in die sogenannte Höllenschlucht abzusälen. Nach 2,5 Stunden Arbeit war er wieder samt Hirsch am Tageslicht angekommen.